Ja, genau an der Stelle sind wir jetzt zurück, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Jetzt muss ich nur nach oben finden, weil ich keine Spitzhacke mehr habe. Genau. Und dass wir dann irgendwann wieder weitermachen können. Blöd ist natürlich, wenn ich jetzt hier ein Home-Schild anbringe. Ich weiß nicht, wo es Home geht. Und darum macht auch das Schild wenigstens bin ich hierher gekommen. Ah ja. Genau über diesen Spawner. Darüber. Und dann. Ach, ich glaube einfach hier. Ja, das war ja gar nicht weit. Wie cool ist das denn? Okay, und jetzt nach oben. Also, und das geht jetzt etwas besser, weil wir ja uns die letzten Folgen die Mühe gemacht haben, diesen Abgang hier neu zu. Ja, mit Treppenstufen zu belegen. Schön ist das ganze Ding hier nicht. Es ist im Endeffekt nur zweckdienlich. Aber schön, da müssen wir noch ein bisschen das Ganze etwas ausschmücken. Gut, hell ist es auch, das heißt, naja gut, viel zu sagen hat es nicht. Die Creeper kommen immer trotzdem noch und springen mir ins Genick. Ich werde jetzt mal hier ein bisschen. Ja. Von dem Krust wieder ablegen. Steine. Weg. Ein paar können wir mitnehmen. Die legen wir da rein. Die legen wir rein. Und nochmal Diamanten. Ich nehme auf alle Fälle mal drei Stück für eine. Für eine Spitzhacke. Die restlichen werde ich mal hier reinlegen. In der Hoffnung, dass wir noch mehr finden. Achso, was habe ich noch für Krusch dabei? Kies. Kies. Hier. Kies. Paar Treppenstufen. Eisen, Gold. Eisen, Gold. Das weg. Das ist auch schön hier. Das werden wir mal. Ich werde das mal hier so herlegen. Redstone. Die Schilder. Ich muss mal ein bisschen gucken hier. Ein bisschen Holz haben wir dabei. Es braucht. Ach, das ist Sand. Wo denn den her? Sand ist das? Jetzt habe ich gedacht, das ist Holz. Sorry. Da haben wir Holz, da haben wir Holz. Braucht man auch nicht alles. Noch mehr Kohle. Achso. So. Dann werden wir mal schnell ein bisschen die Öfen einheizen. Ist da überhaupt noch was drin? Oh ja, da ist noch was drin. Dann legen wir hier mal das Gold rein. Da brauchen wir eine Kohle. Hier auch Steine. Da brauchen wir auch eine Kohle. Da legen wir Eisen rein. Achso, Eisen hätten wir mitnehmen können. Dann machen wir uns eine Diamantspitzhacke. So, wunderbar. Wir machen uns dann noch eine normale. Klöllock. Dazu brauchen wir die drei Eisen. So. Und so. Was machen wir noch?
Ich werde mal einen kleinen Happen essen einstweilen. Gut. Das reicht. Dann bringen wir das dann weg. Die zwei Eisen. Das Gold nehmen wir mit. Das hier, hier sind auch noch Steine. Dass wir uns dann mal mehr noch hier von diesen Steinziegeln machen können. Stein, Stein, Stein. Gold, Eisen. Jetzt habe ich zwei Spitzhacken. Reicht uns das? Um nochmal kurz nach unten gehen zu können. Sollen wir nochmal runtergehen? Ich würde sagen. So, ich wollte doch hier so eine. Also das Ding ist hier. Das würde also bedeuten, wenn ich. Wenn ich hier nach unten gehe, irgendwo einfach. Naja, ich überlege wegen dem Abgang, ob wir hier schneller runterspringen können. Den müssen wir natürlich ein bisschen, würde ich sagen, ausleuchten. So, wo waren wir denn jetzt? Bin ich hier runter? Gegangen. War das hier? Nee. Ich glaube nicht, gell? Das hier ist jetzt wieder eine andere Stelle, oder? Natürlich ist das eine andere Stelle. Ich war doch. Ah, da war ich. Ich war hier. Genau. An diesem Spawner. Und bin hier nach hinten. Was ist das hier? Jo. Weiß ich, wo war ich gerade? Hier? Mann, Alter. Ich blick's einfach beim besten Willen nicht mehr. Ne, hier war ich nicht gerade eben, oder? Das versteht hier kein Mensch mehr. Ha. Naja. Hallo. Irgendwie werde ich schon wieder rausfinden, oder? Ja, jedenfalls. Genau. Also hier ist es jedenfalls mal so, dass es hier. Das machen wir jetzt mal anders. Hier hauen wir mal so ein. So ein Ding hierher. Ich nehme mal die Eisen. Spitzhacke dafür. Das machen wir weg. So. Dass wir hier eine schönere Ecke kriegen. Und dann. Machen wir mal hier so ein Schild her. Ome. Achso, das ist jetzt wieder blöd. Da muss ich wieder. So. Oder? Naja, so passt. Sitzt und hat Luft. Das war jetzt die Geschichte.
Was ich vielleicht auch noch gern machen würde, wäre, wir machen mal hier oder hier zu. Okay. Ein Fackelchen. Dann werden wir die Spitzhacke tauschen. Na, das kann ja dauern. Okay, wir können. Ja, toll. Das war eine Wahnsinnsidee. Wie ist denn das hier? Ist da noch einer drunter? Nee. Sowas Blödes aber auch. Also den hier bringe ich dann raus. Den hier. Einen. Dann muss ich brauche zwei. Den bringe ich jetzt raus. Ich brauche insgesamt 3, 6, 10 Stück, glaube ich, für Endeportal. Gut, ich könnte mir die auch gießen oben. Aber ich kann sie auch abbauen. Oh, da haben wir schon einen Stein drunter, dann nehme ich den auch gleich mit. Okay, ob es jetzt so spannend ist, hier dazu zu gucken, wie ich diese Dinge hier abbaue. Das muss mal dahingestellt sein, aber um irgendwo ein bisschen weiter zu kommen, hilft es ja nichts, wir müssen irgendwas machen. Wäre hier mal vorsichtshalber dicht machen. So. Ja, sonst stehe ich jetzt mal in der Brühe. Also das letzte Mal habe ich erzählt, dass ich auf Lanzarote war wegen der Lava hier. Und da Vulkane, also erloschene Vulkane, die ich geguckt habe. Dann habe ich das mit dem Brunnen erzählt. Auf dem man grillen kann. Und dass es da so heiß war. Also es dauert etwas länger, da drauf zu grillen auf dem Ganzen, aber es funktioniert. So, jetzt habe ich 10 so Dinge. Sollen wir es dabei gut lassen, gut sein lassen? Ich glaube, das reicht. Und naja, wir können ja immer mal wieder welche holen, wenn wir mal ein zweites Portal bauen wollen, aber ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Machen wir doch das hier zu, oder? Obwohl. Um,
Ich hab doch einen Eimer. Funktioniert das? Ja. Okay. Ja, ein Grill und was sie noch gehabt haben, das war auch ganz interessant, war das. Die haben also, da gibt es kein Grundwasser. Infolgedessen gibt es auch keine Geysire. Das geht natürlich wahnsinnig schnell, ne? Jetzt weiß ich nicht, soll ich euch das antun, dass ich die normale Spitzhacke nehme? Oder soll ich die Diamant... Ach, ich nehme die Diamantspitzhacke. Oh. Hör mal einspannen. Dass das nicht über die Zehen läuft. Ja, die haben also... irgendwie lasse ich mich immer ablenken. Die haben also... ein Eisenrohr in den Boden getrieben. Ich weiß bloß nicht mehr, wie tief das war. Und da schütten sie dann einmal Wasser rein und dann dauert es 2 Sekunden. Und da gibt es einen Geysir, weil da strömt dort das Wasser nach oben. Jucki zucki, verdampft es und... Oh oh. Das ist ein wenig gefährlich hier alles. Ich habe hier ein bisschen Sorgen, dass ich irgendwann da reinlatsch vor lauter. Ich kenne mich doch. Allerdings wäre es auch durchaus möglich, dass mir hier... Oh, Erde. Manche behaupten, das ist auch ein gutes Zeichen, wenn man so tief unten Erde findet. Wobei ich glaube, dass das keinen Einfluss darauf hat, wie viele Diamanten in der Nähe sind. Das ist, glaube ich, irgendwas Zufall. Weil man womöglich da daneben was gefunden hat. Genauso wie ich vorhin mal gesagt habe mit dem Kies. Wo ich dachte, dass es vielleicht in der Nähe von Kies mehr Spawner gibt als wie da, wo keiner ist, wenn man so Kiesadern findet unten. Gleich auf irgendwelche Diamanten stoßen. Und dann muss ich wieder sagen, oh ja, da wo Kies ist, da gibt es Diamanten. Uiuiui. Ja, prima, Peter. Komm, ein paar Diamanten wären doch noch schön, wenn wir noch finden würden, oder? Level 10 oder Höhe 10. Befinden wir uns gerade. Da können wir doch noch ein Stück runter gehen. Irgendwie höre ich hier auch Wasser. Da wird es uns auf die Birne regnen. Also wie gesagt, Lanzarote.
schön warm, wunderbar. Eigentlich, ich fand es gut, ich fand es sehr interessant, weil es halt mal was anderes ist als wie diese normalen, sage ich mal, Gegenden, die man sonst so kennt, weil da wächst nichts. Ja, klar, was soll auch wachsen, wenn man kein Grundwasser hat und überhaupt nichts, kann auch nichts wachsen. Wasser natürlich schon vorhanden, Meerwasserentsalzungsanlagen, so wie es halt heutzutage überall ist, wenn man keine ausreichenden Grundwasservorkommen hat. Funktioniert anscheinend recht gut. Trinken soll man es halt nicht. Klar, mein kleines Schlückchen, das stört mir jetzt nicht, aber dieses Wasser aus den Meerwasserentsalzungsanlagen hat also da jedenfalls immer noch so eine leichte. Fuck! Wow! Da beißt mich da was von hinten ins Wadel. Alter Verwalter. Ohne Erlaubnis auch noch. Mann. Irgendwie habe ich mit diesen Burschen noch ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil ich nicht erkenne, wo die herkommen. Die sind doch auch bestimmte Steine, wo die rausschlüpfen, ne? Oder kommen die aus dem Kies? Oder wo kommen denn die her? Na, Jungs, wo kommt's denn ihr her? Das hat doch normalerweise das hier in diesem Texture Pack nicht. Keine eigene Struktur, oder bin ich bloß von Blindheit geschlagen und sehe das nicht? Diese Burschen herkommen. Weil das Zeug ist ja ziemlich fies, gell? Wenn man die irgendwo einbaut, diese blöden Steine, und da ewig diese Viecher rauskommen. Da, ja, etwa. Die dauern auch länger. Oh. Hey, sag mal, spinnt's hier? Wo kamen die jetzt her? Massen von diesen blöden Dingern da. Ist hier irgendwas so ein. Naja. Irgendwie hat uns jetzt allerdings etwas das Glück verlassen, weil Diamonds braucht man keine mehr. Wie gesagt, im Creative Mode habe ich ja mal einen schönen Weg gemacht. Und auf einen Schlag lauter solche blöden Viecher da umeinander gehabt und mich an der Grunde, wo kommen denn diese säckblöden Dinger her? Da kamen die alle, weil natürlich aus den Steinen, die ich benutzt habe. Jetzt sind wir wieder so weit. Zeitlich gesehen würde ich gerne ein Päuschen machen. Ich weiß nicht, wie sollen wir es machen? Soll ich in der Zwischen Zeit nach. Ich weiß nicht, könnt ihr das hören? Ich höre einen Slime. Sehr gut. Die können wir ja auch brauchen, ne? Würde ich sagen. Also ich mache hier eine Folgenpause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, ob wir so einen Slime finden. Okay, also, bis gleich.